Was bedeutet das Wort Overlanding? Per Definition ist es die Reise zu abgelegenen Orten, fernab der Zivilisation mit einem Fahrzeug, bei der das Hauptziel die Reise an sich ist. Draußen leben, navigieren durch abgelegenere Strecken, abseits der touristischen Pfade, das Fahrzeug ein Zuhause nennen, immer das Ziel der Reise vor den Augen. 2,5 Meter. Can we do it? Ja. Ich glaube, wir sind zu hoch. Es fehlt aber nicht viel. Die Carretera Austral ist eine Challenge für jeden Overlander. Denn abseits der 1350 Kilometer langen Straße von Puerto Montt nach O'Higgins gibt es keine andere Route. Sie wurde ursprünglich gebaut mit dem Gedanken, die Südgrenze von Chile gegen Ansprüche Argentiniens zu sichern. Vorher war diese Gegend von Chile nur per Flugzeug oder Schiff erreichbar. Warum sie so schwer zugänglich ist, werden wir später noch sehen. Begeistert von meinem Blatt. Ja, mein Blatt ist spitze. Mein Blatt ist spitze. Offroad-Piste. Ich bin etwas demotiviert, was Offroad-Pisten hier angeht. Denn das sagen immer Offroad-Pisten, aber das sind halt leider nur Schotterwege. Nur Schotterwege. Aber mit schöner Aussicht. Schotterweg mit schöner Aussicht. Wir brauchen ein schönes Wort für Schotterweg mit schöner Aussicht. Scenic Route. Scenic Route. Scenic Route. Scenic Schotter. Bis wir dann sagen, oh no, wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Genau. Es gibt nur die zwei Stadien. Es gibt, wir brauchen Challenge und dann gibt es halt das Stadium, oh no. Alter Defender. Alter Defender mit chilenischen Kennzeichen. Ist das nice. De dónde son? Suiza. Ah, qué bueno, sí. ¿Es la nueva? ¿Es la? Ah, sí, mira. Voy a tomarle una foto para que sí le. Porque no le tengo una foto. Hey, du Wuffi. Acá en mi casa son fanáticos y ese están dando. No lo hemos podido restaurar porque no me he encontrado un chapista que sea bueno como para auto antiguo acá. Me llamo Miriam. ¿Estás? Me llamo Sabrina. Sabrina. Sabrina, sí. Nick. Du bist ein Gato. Du ausguckst. Und du? Und sie ist blind, sie ist schon, was hat sie gesagt? 13. Mhm. Mhm. Alle hier im Einklang. Sehr, sehr gut. Bin.
Die Eier sind noch dran. Ja. Spezialität hier. Je weiter nördlicher wir kommen, desto mehr fühlen wir uns, als wären wir soeben Hauptdarsteller in Jurassic Park geworden. Welcome to the jungle. Es regnet täglich und die Pflanzen und Wälder werden immer größer und dichter. Chiles Regenwald macht seinen Namen aller Ehre. Also auf dieser Seite, circa auf dieser Höhe bis nach Puerto Montt hoch, hier regnet es einfach fast immer. Winter, Sommer, Frühling, Herbst, hier wird einfach, ja, hier pisst es einfach runter. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal kurz alleine unterwegs. Meine Sabrina geht's gar nicht gut, hat richtig Kopfschmerzen. Und jetzt habe ich sie einfach eingeschlossen, wollte sie nicht wecken. Ich hoffe, die wacht jetzt nicht auf, während ich hier zum Wasserfall gehe. Avatar Jurassic Park Feeling. Crazy. Auch hier auf der linken Seite noch. Hab ich bei Bear Grylls gesehen. Einfach alles im Rennen. Dann wirkt das gleich actionreif. Quatsch! Nur schon, zu traurig. Ja, du musst dahin. Genau. Das gute Glück. Null, null. Thank you.
großer Vorteil, wenn man auf der Carretera Austral unterwegs ist. Die Nationalparks liegen direkt neben der Straße. Und dieser hat uns ganz sicherlich nicht enttäuscht. Ein mächtiges Bergmassiv, in dem ein gigantischer Gletscher hängt, von dem sich ein rauschender Wasserfall in die Tiefe stürzt. Der sieht so ein bisschen aus wie der Patagonia-Fisch. Das ist, ja, ist ein Patagonia-Fisch. Ist das eine Forelle? Ja, who knows. Er hat sogar drei Flossen. Keine Und Ahnung. Der Sticker von Sabrina. Da ja, Sabrina mein Favorite-Sticker. Der Matebecher. Wo willst du denn hin? Da. Da. Wir sind ja jetzt auch richtige Mate-Trinker. Richtige Suchtis geworden. Richtige Suchtis, richtige Mate-Trinker, ja. Wobei, Sabrina hat jetzt abends Mate-Verbot. Ich kann nämlich nicht schlafen, wenn ich Mate trinke am Abend. Nee, dann ist die immer wach bis 3 Uhr morgens. Ja, heute war ich auch wieder bis um 2 Uhr nachts wach. Das war echt mühsam. Ja, ich habe Mate-Verbot am Abend. Aber am Tag darf ich Mate trinken. Am Tag darfst du trinken. Yay. Wie findest du den Spot? Uffi? Uffi? Zeig dich mal. Ja, du bist ein Süßi. Ein Feini. Ein Feini. Die Dreads hat er. Ein paar Dreads. Kommt er mit uns mit? Bergesee. Wunderschön. Zum Trinken rein. Aha. Ja. Und jetzt bei mir abschütteln. Ja, genau. Ja, genau. Ah, Drecksau.
Babe, 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 babe. Oh, das ist nicht gut. Doch, das ist ein Bär. Oh, no. Oh. Da ist noch eine, das sind zwei. Scheiße. Haben wir fast in die Hosen gemacht. Wo kommt denn die Kuh auf einmal her? Keine Ahnung. Ich war hier am Auto. Ich hab jetzt gedacht, jetzt springt ein Bär auf mich. Ich hatte vorhin noch gesagt, da ist irgendwas. Ich hab wirklich kurz gedacht, ich bin im Horrorfilm. Ja, aber jetzt geht's erstmal ans Kaffee kochen, denn ohne Kaffee geht morgens nada. Wo warst du wieder unterwegs, ha? Was ist das da? Was sammelst du da? So viel am Sammeln. So viel am Sammeln, ha? So viel am Luego está el sendero mirador, el cual tiene... Solo vehículos 4x4. Nice. Schaut mal, wie groß der Farm hier ist. Einfach der Wahnsinn. Schöne Struktur, ha? Ja. Ganz fein. Ganz, ganz fein. Bei uns sind die Fahne so ein Blatt. Das da. Wenn überhaupt. Also ist irgendwie immer komisch. Für die Nationalparks, die free sind, die sind meistens so schön und da würde man gern was zahlen. Mhm. Wie der hier. Und bei den meisten, wo man irgendwie 11 Euro Eintritt zahlt, die sind meistens nicht so schön. Ja, die sind, weiß auch nicht, woran es thank you.
Morgen geht's dann wahrscheinlich nochmal in den Pumalin-Nationalpark. Anscheinend haben wir rausgefunden, da gibt es zwei davon, einen südlichen und einen nördlichen. Also es gibt einen nördlichen Eingang und einen südlichen Eingang. That's it. Wir waren im südlichen. Es gibt nicht zwei, sondern es gibt einen Pumalin, aber der hat zwei Eingänge. Aber man kommt vom Süden nicht in den Norden, man muss rundum fahren. Genau. Von über Chaiten muss man fahren, entweder im Norden, halt um den Norden-Eingang zu fahren, aber in den südlichen Amarillo. Da waren wir heute und ja, das ist einfach der südliche Eingang. Am Vulkan Chaiten endet für uns die Carretera Austral. Wir sind nicht alle Kilometer gefahren, welche die Straße zu bieten hat. Aber manchmal geht es auch nicht darum, jeden Zentimeter abzufahren, um ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen. Direkt unter dem Vulkan, da oben raucht er, richtig, richtig schön. Und wisst ihr, was das Beste ist? Weil das hier alles Vulkangebiet ist. Weil das hier alles Vulkangebiet ist, konnte man mal richtig geil abwaschen. Ja, warmes Wasser ist ein Luxus und auch schön baden. Denn der Fluss hier, der ist einfach heiß. Der ist 35 Grad. Natürliche Thermalquelle. Aber wir waren jetzt lang genug in diesem Gebiet und für uns geht es jetzt weiter Richtung Argentinien. Wieder back to Argentinien. Back to Argentina. Oh, ist ja schon wieder Schluckauf. Schon wieder. Ja, die ganze Nacht gestern. Aber egal. Es ist der Tamalfluss hier. Der macht Schluckauf. Aha, okay, alles klar.
darfst das Schwefelwasser nicht trinken. Ja. Scheiße. Hast du gehört? Alle waren gerade. Alle waren da. Ich habe gehört. Er hat gesagt, Dalle Gringo. Richtig Gringo, ja. Jetzt schieß ab. Vielen lieben Dank an unsere Patreon-Supporter. Ohne euch wären die Videos nicht möglich.